Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Seminar Alles ist möglich. Wir sind in einer beneidenswerten Lage. Wir sind Schöpfer und können die Umstände unseres Lebens frei bestimmen. Und doch leben die meisten Menschen wie Opfer der Umstände, die sie selbst geschaffen haben. Wir richten uns nach den Umständen, nach den Gegebenheiten, wir orientieren uns an Tatsachen. Dabei sind das doch nur Sachen, die einmal so getan worden sind und die jederzeit anders getan werden könnten. Es wird höchste Zeit, dass wir uns aus dem Gefängnis der Gegebenheiten befreien und die Realität nach unseren Wünschen formen und gestalten. Und dabei ist es völlig gleichgültig, in welcher schwierigen oder vielleicht sogar aussichtslosen Lage Sie sind, da Sie sie ja jederzeit ändern können. Und Sie sollten gleich hier damit beginnen. Es wäre gut, wenn Sie alles, was Sie hier als richtig erkannt haben, was Sie bereit sind anzunehmen, sofort vollziehen würden. Und diese Haltung beibehalten in Ihrem Leben draußen, dass Sie jede neue Erkenntnis sofort in Ihr Sein, in Ihr Verhalten integrieren, dann sind Sie immer auf dem letzten Stand. Da brauchen Sie nichts lernen, nichts üben, nichts wiederholen. Und Sie leben immer so, wie es für Sie stimmt. Und ich möchte Sie gerne anregen, sich heute hier ein faszinierendes neues Hobby zuzulegen. Werden Sie Zukunftsdesigner. Denn die meisten planen ihren Urlaub sorgfältiger als ihr Leben. Das heißt, wir müssen uns zunächst einmal klar werden, wohin soll das eigentlich führen, was ich tagtäglich praktiziere? Wo will ich denn am Ende angekommen sein? Und das ist der wichtigste Punkt, dass wir uns einmal entscheiden, was unser Leben beinhalten soll, was geschehen soll. Denn für die meisten Menschen ist Leben etwas, das geschieht, während sie anderweitig beschäftigt sind. In Wirklichkeit haben wir ein Stipendium in der Schule des Lebens. So ist zum Beispiel der Arbeitsplatz gedacht als Ort der Freude und Selbstverwirklichung. Und dafür werden Sie auch noch gut bezahlt, um das zu tun, was Ihnen ohnehin am meisten Freude macht. Wenn Ihr Arbeitsplatz das nicht beinhaltet, wenn Sie da nur hingehen, um Geld zu verdienen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass Geld niemals Lohn genug ist, etwas zu tun, was einem keine Freude macht. Warum? Gestatten Sie nicht gleich heute hier, jetzt, dem Leben, Sie ab sofort dafür fürstlich zu bezahlen, dass Sie das tun, was Ihnen am meisten Freude macht. Und da ist natürlich gleich wieder ein Schritt zu tun, sich bewusst zu machen, was würde Ihnen denn am meisten Freude machen? Erstaunlicherweise wissen die meisten Menschen nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, was sie nicht wollen. Also sollten wir uns einmal entscheiden, was wir gerne hätten. Das Leben ist bereit, Ihnen alles zu geben. Wir machen eine einfache Arbeitsteilung. Sie machen sich bewusst, was Sie haben wollen, und ich zeige Ihnen, wie Sie es bekommen. Aber ohne diesen ersten Schritt nützt mein zweiter nichts. Die meisten Menschen leben so, wie der Mann in dem Witz, der am Bahnhof zum Schalter trat und sagt, ich hätte gerne eine Fahrkarte. Und der Beamte sagte, wohin? Sagt er, naja, irgendwo, wo es mir gefällt, wo ich mich wohlfühle, ja, wo es schön ist. Ja, sagt er, so kann ich Ihnen keine Fahrkarte verkaufen. Sie müssen sich schon entscheiden, wo Sie hinwollen. Ja? Aber so leben die meisten Menschen. Sie haben sich nicht entschieden. Sie sind nur hinterher sauer, dass es nicht so war, wie es ihnen gefallen hätte. Dabei haben sie es nie anders bestellt.
Und wir lernen heute miteinander, was heißt lernen? Wir machen uns miteinander bewusst, wir erinnern uns nur daran, Sie können das ja alle längst, dass wir vom Leben alles haben können und wie wir es bekommen. Aber der erste Schritt ist, sich zu entscheiden, was hätte ich denn gerne? Wie würde es mir gefallen? Und wenn Ihr Arbeitsplatz also noch nicht die Erfüllung ist, dann sollten Sie sich längstens bis zum Jahresende dem Leben den Auftrag gegeben haben, diesen Arbeitsplatz zu verwirklichen, der Ihnen Erfüllung bringt. Das ist ganz einfach. Sie machen sich eine Liste und schreiben sich einmal auf, was Ihnen im Leben Freude macht. Dabei denken Sie nicht ans Geld verdienen, nur an Freude. Ja? Was sind so Ihre Freuden? Die Liste sollte mindestens 30 Positionen haben, sie kann auch 100 Positionen haben. Da schmunzeln einige, die können sich gar nicht vorstellen, dass das Leben so viel Freude machen kann. Kann es aber. Da müssen Sie mal ein bisschen nachdenken, was denn Ihnen Freude machen würde. Und wenn Sie das dann haben, Sie können sich ruhig wochenlang Zeit lassen für diese Liste, dann setzen Sie einmal Prioritäten und prüfen, was davon würde mir am meisten Freude machen. Das bekommt die Nummer eins. Was wäre meine zweitgrößte Freude? Das. Und die drittgrößte. Weiter brauchen Sie gar nicht gehen. Ihr Beruf, Ihre Tätigkeit, die zur Berufung werden kann, sollte diese drei größten Freuden Ihres Lebens beinhalten. Und dann gehen Sie dort gerne hin. Ich erinnere mich immer wieder gern daran, wie ich mit einem Hunzer über unsere Situation hier im Westen gesprochen habe. Wir kamen auf Rente und zur Ruhe setzen, Ruhestand. Und er konnte das nicht verstehen. Er sagt, wieso? Bei Ihnen bestrafen sich Menschen ab einem bestimmten Alter und hören auf, das zu tun, was ihnen Freude macht. Und tun nichts mehr und freuen sich auch schon darauf die ganze Zeit. Sagt er, das gibt es bei den Hunzern nicht, dass sich einer zur Ruhe setzt. Sagt er, warum soll man denn ab einem bestimmten Alter aufhören, sich zu freuen? Ich tue ja sowieso das, was mir Freude macht und da freue ich mich ja jeden Tag drauf. Also prüfen Sie gleich einmal kritisch, wie müsste Ihre Tätigkeit aussehen, dass Sie sich jetzt hier schon darauf freuen, Montag wieder weitermachen zu dürfen. Und ich habe es bei mir natürlich noch besser eingerichtet. Ich freue mich nicht auf Montag, ich arbeite einfach 7 Tage in der Woche. Ob das Sonntag heißt oder Dienstag oder Freitag, spielt überhaupt keine Rolle. Warum soll ich mich denn einen Tag nicht freuen? Und natürlich bin ich längst in Rente, aber ich höre natürlich nicht auf. Warum sollte ich denn? Das macht doch Freude, miteinander einzutauchen und sich bewusst zu machen, sich zu erinnern, in welcher beneidenswerten Lage wir sind. Dass wir alles haben können und dass wir uns in jedem Augenblick neu entscheiden können, was hätte ich denn jetzt gern mal vom Leben? Die Entscheidung ist ja nicht immer gleich. Sie wollen ja auch nicht jeden Tag Bratkartoffel essen mit Kassler oder sonst was, sondern Sie wollen ja immer wieder mal was anderes. Also kann es sein, dass immer wieder mal eine andere Freude in Ihr Bewusstsein tritt und sagen, okay, jetzt wandle ich mein Leben mal in diese Richtung und jetzt mache ich einmal das und so weiter. Also das wäre der erste Schritt, dass Sie sich entscheiden, was Sie vom Leben haben wollen. Und zwar nicht nur beim Beruf, sondern auch in der Partnerschaft, im Bereich Gesundheit, im Bereich Erfolg. Und dann werden Sie sehen, dass Sie für viele Bereiche negative Assoziationen haben. Zum Beispiel, prüfen Sie es gerade einmal, Ihre Einstellung zu Geld. Erstaunlicherweise haben die meisten Menschen eine negative Einstellung zu Geld. Geld ist nämlich die wichtigste Nebensache der Welt. Es ist ohne jede Bedeutung. Es wird erst von Bedeutung, wenn Sie keins haben.
wenn Sie sich Gedanken machen müssen, wie zahle ich die Raten, wie kriege ich die Miete zusammen, was kaufe ich ein, kann ich mir einen Urlaub leisten oder nicht, dann plötzlich wird Geld wichtig, dann wird es zu wichtig. So wichtig sollte es gar nicht sein. Also sollte man es so halten wie die Engländer, über Geld spricht man nicht, das hat man einfach. Sorgen Sie dafür, dass Sie es haben. Und der erste Schritt ist jetzt gleich hier zu vollziehen, ist meine Einstellung zu Geld positiv. Finde ich, das ist etwas, das zu mir gehört, das ich gerne habe. Oder das ich innerlich ablehne. Es gibt nämlich erstaunlich viele Leute, die haben sich selbst in eine Falle gebracht, was das Geld betrifft. Sie glauben zum Beispiel, dass in dieser Welt nur die schlechten Menschen zu Geld kommen. Und Sie sind ja einer von den Guten. Und schon sitzen Sie in der Falle. Sie können ja nicht mehr zu Geld kommen, sonst wären Sie ja auch einer von den Rücksichtslosen, die die Ellenbogen einsetzen und über Leichen gehen. Also prüfen Sie einmal sehr sorgfältig Ihre Glaubenssätze, ob Sie nicht die ganze Zeit erfolgreich verhindern, dass Sie das bekommen, was Sie gerne hätten, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass Sie es nie bekommen. Eine andere Sache, zu der viele eine negative Einstellung haben, aber die unverzichtbar ist, ist Erfolg. Wenn wir nur einmal die Weisheit der Sprache beachten, was das bedeutet, es heißt Erfolg. Es heißt nicht erkämpf dir oder meditier oder meditier oder meditier oder erbitte. Es heißt Erfolg. Das heißt, Erfolg ist etwas, das erfolgt. Aber etwas kann nur erfolgen, wenn etwas vorausgegangen ist. Das heißt, ich muss die entsprechende Ursache setzen, damit der Erfolg überhaupt erfolgen kann. Und wenn ich da negative Ursachen setze, zum Beispiel mit meinem Denken, dann kann nicht etwas Positives erfolgen. Jeder Bauer weiß das. Wenn er Kartoffeln setzt, können keine Rüben wachsen. Und er kann auch keinen Weizen ernten. Er muss sich also beim Säen entscheiden. Das heißt, während Sie hier sitzen und mehr oder weniger zuhören, setzen Sie dauernd Ursachen mit der Qualität Ihres Denkens. Machen Sie sich einmal bewusst, jeder Ihrer Gedanken kommt zu Ihnen zurück als Ereignis. Sie werden jedem Gedanken wieder begegnen. Und wenn es ein negativer Gedanke war, dann kann das natürlich nur ein negatives Ereignis sein, das er hervorruft. Und das tut er dann auch zuverlässig. Und dann wundern Sie sich, dass Ihr Leben so schwierig ist. Und dann kommen Sie allmählich zu Glaubenssätzen wie, man kann nun mal im Leben nicht alles haben. Ja? Weil die Erfahrung zeigt es ja, aber Sie vergessen dabei, dass Sie mit Ihrem negativen Denken das verursacht haben und dann den Glaubenssatz haben, der dann wieder die gleiche eine Ursache ist und verursacht, dass Sie genau das erleben. Man kann nun mal nicht alles im Leben haben. Das Gegenteil ist richtig. Sie können vom Leben alles haben. Es ist wie, ich komme nochmal auf das Beispiel zurück, beim Bauern, der Acker ist bereit, alles hervorzubringen. Und dem Acker ist es vollkommen egal, was der Bauer sät. Der kann Mais säen oder Weizen oder Kartoffeln oder Rüben oder Gerste oder Hafer. Und das, was er sät, wird zuverlässig hervorgebracht. Und dieser Acker ist Ihre Zukunft. Schauen wir noch einmal zurück. Vor etwa 12.000 Jahren haben die Menschen in einem unglaublichen Bewusstseinssprung den Ackerbau entdeckt, erfunden. Das heißt, bis dahin lebte man von der Hand in den Mund. Unsere Vorfahren waren bis dahin Nomaden, Jäger, mal fanden sie was, mal nicht. Und um jede Ecke, die sie kamen, konnte ihnen ein Tier begegnen. Und sie mussten blitzartig entscheiden, ist das mein Abendessen oder bin ich sein Abendessen? Und wenn ich sein Abendessen war, dann musste ich laufen. Und wenn es mein Abendessen war, dann musste ich ihn kriegen. Diese Neandertaler-Entscheidung, die sitzt noch heute in uns. Das heißt also, wir haben noch immer mit unserem Stammhirn die Entscheidung draufhauen, also Ärger, Aggression, Zorn oder weglaufen. Nun,
die heutigen Situationen sind nicht mehr so, dass diese beiden Entscheidungen ausreichen. Wenn Sie Streit mit Ihrem Chef haben oder mit Ihrem Partner, dann können Sie weder draufhauen noch weglaufen. Beides löst das Problem nicht. Sie müssen da schon sich etwas Neues einfallen lassen. Aber das ist erstmal die erste Reaktion. Aber zurück zu der Situation. Und oft fanden die dann nichts zu essen und dann hatten sie eben Hunger. Oft tagelang nichts und wenn zu lange, dann verhungerten sie eben, dann war es das. Die damalige Durchschnittslebensdauer betrug 18 Jahre. Das heißt, da haben die meisten hier noch gar nicht angefangen, dann war das da schon zu Ende. Und dann irgendwann, in einem Genieblitz, erkannte einer, dass man die kleinen Körnchen, die da wachsen, auf den Boden tun kann, zur richtigen Zeit. Und dann wächst das. Und dann haben sie das gemacht und damit mussten sie ja ihr Nomadendasein aufgeben. Sie mussten ja dort bleiben, bis das gewachsen war, damit sie es wieder ernten konnten. Und so entstanden die ersten Dörfer, Siedlungen, Städte. Bis dahin gab es das nicht. Man zog einfach weiter. Was alles davon abhing, dadurch, dass man jetzt zusammenblieb, brauchte man Kommunikation. Bis dahin war die Sprache einfach, ja, reichte völlig aus. Ja, mehr an Kommunikation brauchte man nicht. Oder so. Ja, das waren drei Worte, damit konnte man alles bestreiten, was zu sagen war. Aber jetzt, wenn man zusammenlebte, jetzt musste man sich plötzlich etwas sagen. Und so kam die Sprache auf. Und was wir daraus entwickelt haben, die Dichtkunst, Buchdruck, alles Mögliche. Aber das Interessanteste war eben, dass dieser gigantische Schritt im Bewusstsein, vorauszudenken, was ich in 3 Monaten ernten möchte, was ich dann brauchen werde, das war undenkbar. Es gibt heute noch unglaublich viele Völker, die kennen nur 3 Zahlen. Manche kennen 4 Zahlen. 1, 2, 3, viele. Das sind die 4 Zahlen. Ja? 3 kann man noch überblicken, also 2, das ist 1 und noch einer und wenn da noch einer dabei ist, sind 3 und wenn da noch einer, dann sind das schon viele. Ja, darauf kann man natürlich keine Mathematik aufbauen, keine Ordnung erkennen, aber die kommen ganz gut zurecht mit dieser Zahl. Das heißt also, es ist erst 12.000 Jahre her, wo unsere Vorfahren diesen Schritt getan haben und was sich daraus alles entwickelt hat. Daraus haben sich zum Beispiel die Berufe entwickelt. Bis dahin gab es keinen Beruf. Oder jeder hatte den gleichen Beruf, Überlebenskünstler. Ja, es gab nur eins. Jeder musste für sich sorgen. Das hat also unser Leben dramatisch verändert. Und wir sind in dieser Generation dabei, den geistigen Ackerbau zu erfinden. Das bedeutet ganz konkret, wir sind wieder in der gleichen Situation wie vor 12.000 Jahren. Nur unser Acker ist heute die Zukunft, die Zeit, unser Leben. Wir nehmen nicht mehr die Ereignisse, wie sie kommen, so wie die damals nicht mehr bereit waren, das zu nehmen, was da der Wind irgendwo zufällig säte, sondern wir können ganz gezielt in unsere Zukunft Ursachen setzen, die absolut zuverlässig heranreifen und uns dann begegnen, die wir ernten können. Es geht also darum, wie damals, unseren eigenen Acker zu bestellen. Und wie damals, es war ja noch einfach, wenn man damals einen Acker wollte, dann ging man irgendwo hin, wo es einem gefiel und machte da einen Flock rein und sagte, das ist meins. So, und wenn einer kam, der es haben wollte, hat man den vertrieben. Sie brauchten keinen Grundbuchauszug, sie mussten keine Hypotheken bezahlen. Sie haben einfach was in Besitz genommen und das war dann ihr Eigentum, ihr Acker. Und genauso ist es mit der Zukunft. Sie können heute einen kleinen Teil ihrer Zukunft in Besitz nehmen oder einen großen Teil oder ihre gesamte Zukunft und können die bestellen. Machen sich bewusst, und die meisten haben das noch nicht getan bewusst. Was hätte ich denn gern, dass in meinem Leben in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passiert?
Und das ist der erste Schritt. Und dann, was müsste ich denn jetzt verursachen, damit das dann passiert? Das ist der zweite Schritt. Fertig. Also der Bauer muss sich in einem ersten Schritt klar machen, seinen Bedarfsplan, was möchte ich ernten, und dann welches Saatgut brauche ich, das ich ausbringen muss. Und genauso ist es mit dem geistigen Ackerbau. Und niemand neidet es ihnen, ob sie nur ein Teil, ein Stückchen ihrer Zukunft bestellen oder einen großen Teil oder ihr ganzes Leben. Sie können das einfach in Besitz nehmen. Sie brauchen das nicht bezahlen, es gibt keine Hypotheken, kein Grundbucheintrag, es ist ihre Zukunft. Und das meine ich mit dem heutigen Thema. Sie können aus ihrer Zukunft das machen, was sie haben wollen. Aber dazu müssten sie zwei Schritte tun, sich entscheiden, was sie wollen, und es verursachen. Und diese beiden Schritte möchte ich mit Ihnen einüben, dass wir heute lernen, diesen geistigen Ackerbau zu vollziehen und unsere Zukunft bewusst zu bestellen. Und dann brauchen Sie, sparen Sie viel Geld, brauchen Sie nicht mehr zum Hellseher gehen, auch nicht mehr zur Kartenlegerin, Sie brauchen auch kein Horoskop mehr lesen. Sie wissen nämlich, was passiert. Es passiert das, was Sie verursacht haben. Ja? Nicht mehr, nicht weniger und nichts anderes. Es ist plötzlich ganz einfach. Und dann können Sie sich zurücklehnen in Ihrem Leben, weil es gibt keine unliebsamen Überraschungen mehr. Es gibt auch keine unangenehmen Zufälle. Es fällt Ihnen das zu, was Sie verursacht haben. Und das sollten wir heute hier miteinander tun. Wenn wir geboren werden, sind wir zunächst in der Rolle des Opfers. Wir sind auf die Mutter, auf die Umwelt angewiesen. Aber irgendwann müssen wir diese Opferhaltung loslassen und erwachsen werden. Erstaunlicherweise werden noch immer die wenigsten erwachsen. Die meisten werden bloß alt. Erwachsen werden heißt, die Verantwortung zu übernehmen, die Dinge in die Hand zu nehmen, nicht mehr zu sagen, die Eltern haben mich falsch erzogen, die Lehrer haben meine Fähigkeiten nicht gefördert, die Wirtschaft hat nicht den richtigen Arbeitsplatz bereitgestellt für mich, die Politik schafft ungünstige Bedingungen, die anderen sind schuld. Schaffen Sie sich doch die Bedingungen, die Sie brauchen. Oder wenn Sie arbeitslos sind, ja, dann schaffen Sie sich Ihren Arbeitsplatz. In der Nähe, wenn Sie wollen, in Ihrem Wohnzimmer, Ihren Lieblingsarbeitsplatz. Und Sie bestimmen auch, wie viel Sie verdienen. Und wenn Sie verantwortungsbewusst genug sind, schaffen Sie gleich noch 2, 3 Arbeitsplätze dazu für Ihre Freunde. Es macht nämlich viel mehr Spaß, miteinander etwas zu tun, als allein. Sie brauchen nicht warten, bis da einer herkommt und das macht. Machen Sie es doch. Und das ist das Schöne, wenn man ein bewusster Schöpfer ist. Man schafft sich die Umstände, die man haben möchte. Allerdings kann man dann auch keinem die Schuld geben, wenn man sich verschöpft hat. Ja? Es kommt immer wieder vor, dass man sagt, oh, das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber macht ja nichts. Wenn Sie sich verschöpfen, schöpfen Sie es wieder neu. Sagen, oh, das war nichts. Ja? Und es kann sein, dass das immer noch nicht das Ideal ist. Dann schöpfen Sie es wieder neu. Und das ist das Schöne. Ein permanenter Schöpfungsprozess erinnert mich ein bisschen an Adenauer. Adenauer wurde einmal darauf hingewiesen, hat gesagt, Herr Bundeskanzler, aber vor 3 Wochen haben Sie noch das Gegenteil behauptet. Da sagt er, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von vor 3 Wochen? Ja, Sie müssen mir schon gestatten, dass ich inzwischen klüger geworden bin, hat er gesagt. Ja, also, wenn Sie sich verschöpft haben, okay, Sie brauchen keine Schuldgefühle entwickeln oder sich Vorwürfe machen. Das Ganze ist ja eh nur ein Spiel. Schöpfen Sie es neu. Und dann haben Sie es so, wie Sie wollen. In ein paar Wochen, wenn Sie es wieder anders haben wollen, dann machen Sie es wieder anders. Aber der erste Schritt in diesen Bereich, in diese Situation ist, für viele fremd eben, sich zu entscheiden, was will ich überhaupt? Wie hätte ich es denn gerne? Was ist mein Wunschtraum? Ich hatte einmal ein Seminar, wie man sich seinen Wunschtraum erfüllt. Und mindestens 80% der Teilnehmer, die kamen und hatten gar keinen Wunschtraum. Ja, und dann standen wir ein bisschen rum. Ich sage, ich kann Ihnen jetzt zeigen, wie Sie es kriegen, aber wenn Sie nicht wissen, was Sie haben wollen, dann sind Sie natürlich überall verkehrt. Und da hier sicher auch einige darunter sind, die sich noch nicht entschieden haben, wäre es gut, wenn Sie sich gleich hier entscheiden. Das muss nicht das endgültige, große Lebensziel sein, sondern
Was hätte ich denn gern mal in nächster Zeit? Was wäre denn schon mal ein Anfang? Fangen Sie einfach mal an zu schöpfen. Wir werden gleich heute Ursachen setzen. Aber Sie müssten sich entscheiden, welche, was Sie haben wollen. Also, was ist Ihr Wunschtraum? Wann wollen Sie ihn verwirklichen? Und sind Sie bereit, jetzt damit zu beginnen? In diesem Augenblick. Alle meine Seminare haben immer das gleiche Ziel, ein erfülltes Leben. Das jeweilige Thema bestimmt dann den Weg und die Schritte, aber das Ziel ist immer das gleiche. Und wenn ich ein Thema wirklich umfassend behandeln will, dann muss ich natürlich alle Informationen geben, die zum Erreichen dieses Zieles erforderlich sind. Auch wenn ich das schon mal in einem anderen Seminar bei einem anderen Thema gesagt habe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jeder bei allen Seminaren dabei war. Ich muss also zu einem Thema immer alles sagen. Und doch sind ganz andere Schritte zu tun, ob ich über den Erfolg zu einem erfüllten Leben gehe oder ob ich den Weg der Gesundheit gehen will oder den Weg der Liebe oder den Weg der individuellen Evolution. Und irgendwann taucht natürlich die Frage auf, ja, warum eigentlich nur dies oder das? Kann ich nicht mehreres haben? Oder alles? Natürlich. Wer will einem Schöpfer vorschreiben, wie viel er nehmen darf? Dem Leben ist das vollkommen egal. Also lösen Sie sich einmal von der Vorstellung, dass es so etwas wie Mangel gäbe. Wenn Sie eine Ursache setzen, das ist wie beim Bauer, wenn der einen Samen auf seinen Acker streut, dann gibt es keine Möglichkeit, dass da nichts wächst. Und es gibt keine Möglichkeit, dass da etwas anderes wächst. Sondern es wächst das, was er streut. Das heißt, wenn Sie heute, hier, jetzt, wenn Sie wollen, in diesem Augenblick, machen wir es doch gleich mal praktisch. Nehmen Sie einmal irgendetwas Angenehmes ins Bewusstsein, was Sie gerne in nächster Zeit erleben möchten. Falls jemand auf die Idee kommt, mit dem Lotto gewinnen, das ist schon mal gar nichts. Als Schöpfer sollten Sie nicht so mit Mitleidsgaben zufrieden sein. Da können Sie sich die Dinge verursachen, die Sie haben wollen. Aber nehmen Sie irgendwas Kleines oder Großes, es spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Zwei Schritte. Stellen Sie sich einmal vor, wie das aussieht. Also sehen Sie es mal vor Ihrem geistigen Auge, schließen Sie vielleicht die Augen oder wenn Sie es so sich vorstellen können, vorstellen heißt, dass Sie es wirklich vor sich sehen, Ihr Ziel, was Sie gerne hätten. Und malen Sie sich das mal ein bisschen aus. Also nehmen wir mal an, Sie wollen ein neues Auto haben, dann entscheiden Sie sich, welchen Typ, welche Farbe, wie innen drin. Welchen Motor? Ja. Also Einzelheiten oder eine Partnerschaft oder eine Erkenntnis. Nehmen Sie irgendetwas und stellen Sie sich das einmal in allen Einzelheiten vor. Das ist deswegen so wichtig. Wenn Sie sich etwas nicht vorstellen können, können Sie es nicht erreichen. Haben Sie sich damit getrennt davon? Das ist der erste Schritt zum Verursachen, dass ich es mir vorstelle. Und wenn Sie es sich jetzt vorstellen können, kommt der zweite entscheidende Schritt. Jetzt gehen Sie einmal in diese Situation des erfüllten Wunsches und nehmen Sie diesen Wunsch, diese Vorstellung in Besitz, indem Sie sich darin vorstellen. Erleben Sie sich einmal in der Erfüllung. Also stellen Sie sich vor, Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Es ist geschehen, was Sie haben wollten und erleben Sie sich jetzt einmal in der Situation der Erfüllung. Und wieder verschiedene Einzelheiten erleben sich, wie Sie einen Freund oder eine Freundin an und sagen, stell dir vor, was passiert ist. Mensch, ich habe jetzt so mir das gewünscht, das ist jetzt, habe ich gerade bekommen. Also ich habe so eine Freude damit. Ja? Oder es steht vor Ihnen und Sie schauen an und sagen, ist das nicht schön? Ja?
ist ganz gleich, immer neue Situationen, gehen Sie in die Erfüllung und erleben Sie sich in der Erfüllung. Dann passiert nämlich ein Geheimnis. Etwas Unglaubliches geschieht. Dadurch, dass Sie es durch Identifikation in Besitz nehmen, wird aus einer Möglichkeit der Zukunft Realität der Gegenwart. Über die Imagination können Sie nämlich etwas aus der Zukunft ins Jetzt holen. Sie erleben es ja jetzt, dass es geschehen ist. Sie erleben Erfüllung jetzt. Und wenn Sie das mit sich in Verbindung bringen, dann haben Sie es in Besitz genommen. Und dann ist es geistig bereits geschehen. Dann haben Sie gesät. Dann brauchen Sie nichts mehr tun. Sie brauchen nur noch warten, wie der Bauer, bis es gewachsen ist. Sie haben verursacht. Das Einzige, was Sie vermeiden sollten, wäre gelegentlich daran zu denken und dann zu sagen, hoffentlich klappt das. Zack, ist es wieder weg. Weil eben hatten Sie es ja in Besitz genommen. Und hoffen und wünschen trennt Sie ja wieder davon. Denn wenn Sie es haben, brauchen Sie ja nicht hoffen. Wenn Sie es in Besitz genommen haben, gehört es Ihnen ja. Wenn Sie hoffen, ist es wieder eine Möglichkeit. Das heißt, Sie machen so aus einer Möglichkeit der Zukunft Realität der Gegenwart und mit dem Hoffen. Das ist wie der Bauer, wenn er gesät hat und am nächsten Tag nochmal guckt, ob es schon gewachsen ist. Ja? Dann hat er es kaputt gemacht, dann wird nichts mehr. Natürlich kann er wieder neu sehen, das ist nicht das Problem. Aber wenn Sie nur das tun, und das machen so viele, Sie verursachen etwas, es ist geschehen, es ist absolut klar, dass Sie es bekommen, und dann sagen Sie irgendwann, oh, hoffentlich wird das was. Und damit wird aus Ihrem Besitz wieder eine Möglichkeit der Zukunft. Weg ist es. Und wenn Sie dann warten, können Sie ewig warten, passiert nichts mehr. Und dann sagen Sie, bei mir klappt das nicht. Es hat geklappt, Sie haben es nur wieder kaputt gemacht. Also, Sie brauchen nie wieder sich darum zu kümmern, wenn Sie eine Ursache gesetzt haben. Sie machen das ein einziges Mal. Der Bauer geht ja auch nicht wochenlang da auf den Acker, sagt, zur Vorsicht sehe ich noch mal ein bisschen. Wer weiß, ob das was geworden ist. Ja? Nein, Sie machen das einmal und vergessen, Sache erledigt. Und Sie brauchen nie mehr dran denken. Aber wenn Sie dran denken, dann nicht in Verbindung mit einem Wunsch, mit einer Hoffnung, mit einem Zweifel. Was, wenn das jetzt nichts geworden ist? Zack, ist es wieder weg. Dann besitzen Sie es ja nicht mehr. Sie haben es geistig verursacht und haben es geistig wieder weggetan. Ist nicht schlimm. Wenn Sie das wirklich mal getan haben sollten, sagen, oh, jetzt habe ich wieder, jetzt muss ich es neu sehen. Und dann setzen Sie sich wieder hin, stellen sich wieder vor, nehmen es wieder in Besitz und ich mache ein einfaches Ritual, um es in Besitz zu behalten. Ich bedanke mich. Denn wofür bedankt man sich? Nicht für etwas, was man vielleicht möglicherweise eventuell irgendwann bekommt, sondern für etwas, was man bekommen hat. Also bedanke ich mich, weil es geschehen ist, weil ich bekommen habe. Damit behalte ich es in Besitz. Das meine ich damit, Wohlstand ist ein Bewusstseinszustand, der das anzieht, was ihm entspricht. Und Sie haben dauernd ein Feedback. Ihr Leben zeigt nämlich, was Sie verursacht haben. Und wenn Sie damit nicht zufrieden sind, brauchen Sie niemandem Vorwürfe machen. Ändern Sie es einfach. Das war jetzt der einfachste Schritt. Wir werden das noch präzisieren, wie man geistigen Ackerbau betreibt, wie man eine Ursache in die Zukunft setzt. Machen wir uns bewusst, das, was wir Schicksal nennen, verwirklicht nur unsere Gedankenbilder. Und sind die begrenzt und negativ, werden diese Gedankenbilder mit absoluter Sicherheit in begrenzende und negative Situationen führen. Das Leben akzeptiert jedes Bild, lässt es als äußere Wirklichkeit in Erscheinung treten, was immer Sie sich vorstellen. Das Schlimme ist, das meiste, was wir uns vorstellen, unsere Überzeugungen sind transparent. Das heißt, wir wissen gar nicht, dass wir davon überzeugt sind.
Wie das Beispiel, man kann nun mal vom Leben nicht alles haben. Oder eine weit verbreitete Überzeugung. Prüfen Sie gleich mal, ob Sie die nicht haben. Es ist mindestens die Hälfte dabei, wenn nicht mehr, die dieser Überzeugung sind. Mit zunehmendem Alter sind Krankheiten nun mal nicht zu vermeiden. Ja, ist doch eine, das ist so selbstverständlich, das sieht man ja, die Oma, der Opa, na ja, gut, ist ja auch schon 70, ja, da ist das halt. Nein, das ist eine Ursache, wenn Sie das glauben. Und dann erleben Sie es auch. Und Sie können es ändern. Also fallen Sie nicht auf solche Glaubenssätze rein, prüfen Sie auch die Unsichtbaren. Und wir müssen eine so gute, harmonische Beziehung zu uns erstmal entwickeln, dass wir uns mögen. Denn wenn wir uns nicht mögen, dann ziehen wir dauernd Schicksalsschläge, Schwierigkeiten, Probleme in unser Leben, die unserem Bild entsprechen. Man kann nun mal nicht alles haben und nicht alles, was man anfasst, klappt. Und Krankheiten sind nun mal nicht zu vermeiden. Und was diese Ursachen mehr sind. Dann erleben wir genau das, was wir verursachen. Und dann sollten wir, wenn wir unser Leben im Griff haben, gelegentlich einmal den Kopf heben und schauen, was sonst noch zu tun ist. Ich möchte Ihnen da eine kleine Geschichte erzählen, die mir sehr gut gefällt und die das zeigt. Als ein junger Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang ging, sah er vor sich einen alten Mann, der Seesterne aufhob und sie zurück ins Meer warf. Und nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das tue. Und die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen bleiben. Aber der Strand ist viele Meilen lang und da liegen Tausende von Seesternen, erwiderte der junge Mann. Was macht das also für einen Unterschied, wenn sie sich abmühen? Und der alte Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand, warf ihn in das rettende Meer und meinte, für diesen hier macht es einen Unterschied. Und so ist in Ihrer Umgebung immer wieder einmal, wenn Sie nicht gerade mit sich beschäftigt sind, jemand, der genau auf Ihre Hilfe angewiesen ist. Für Sie ist es vielleicht eine Kleinigkeit, ein Handgriff, der Leben retten kann im Idealfall. Zum Beispiel, indem Sie jemanden Anteil nehmen lassen, Schöpfer zu sein und ihm zeigen, wie er sein Leben in den Griff bekommen kann. Als ich in Indien war und da ewig Bettler, sind ja ewig Bettler um sie herum und ich gab auch gerne und mein indischer Freund hat gesagt, das solltest du nicht tun. Ich sage, wieso, die brauchen es doch offensichtlich dringend und mir macht es nichts aus, also sollte man doch miteinander teilen. Sagt er, du bist zu kurzsichtig. Dieses kleine Kind, dem du gerade Geld gegeben hast, das geht deswegen nicht zur Schule, weil es beim Betteln ja Geld bekommt. Es lernt also nichts für seine Zukunft. Aber wenn dieses Kind fleißig bettelt, verdient es mehr als sein Vater, der 10 Stunden am Tag im Straßenbau tätig ist. Und dann lernt der Vater nicht mehr so hart zu arbeiten und auch betteln zu gehen. Du hilfst keinem, du schadest nur. Und ich war ganz erschrocken, weil ich dachte, da kann ja nichts falsch sein, wenn man mit jemandem das teilt. Und da fiel mir ein Sprichwort ein, auch ein indisches. Wenn du einem Hungrigen einen Fisch gibst, ist er für einen Tag satt. Wenn du ihm zeigst, wie man angelt, ist er satt ein Leben lang. Und das meine ich damit, wenn Sie aufblicken, dann tun Sie nicht kurzfristig das, was scheinbar richtig ist, sondern erkennen Sie die Wirklichkeit hinter dem Schein. Ich gebe nie jemandem Hilfe, der danach noch einmal Hilfe braucht, sondern ich zeige ihm, wie er nie mehr Hilfe braucht. Und entweder er akzeptiert es oder eben nicht. Und das sollten Sie auch überlegen, ob Sie das tun wollen, nämlich sich Gedanken zu machen, wenn ich schon jemandem helfe, wie kann ich dem wirklich helfen? Und dann werden Sie allerdings immer wieder erleben, dass manchen nicht zu helfen ist.
die verhindern das. Also ich erlebe das in meiner Naturheilpraxis permanent. Da kommt jemand zu mir und sagt, Herr Tipp, weil Sie meine letzte Rettung, ich war schon überall und das, ich kann das nicht mehr aushalten, ich habe solche Schmerzen, solche Schwierigkeiten, also entsetzt, was soll ich tun? Und dann sage ich ihm, also wenn ich richtig verstanden habe, wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie in der Situation. Und das ist die Situation, wo Sie hinwollen. Und das ist der Weg dahin und das und das und das und das sind die Schritte und der nächste Schritt, der zu tun ist, ist das. Ich war stolz auf mich, dass ich die Situation so durchschaut habe und ihm so klar sagen konnte, wie man sein Problem löst. Und dann sagte er mir, ja, also irgendeine Möglichkeit muss ich finden, ich weiß so nicht mehr weiter. Ich sage, Moment, wir haben doch gerade jetzt gesehen, wie Sie da rauskommen. Also da sind Sie, da wollen Sie hin, das ist der Weg, das sind die Schritte und das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, also ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich mein... Ich dachte, ist der schwer vom Begriff, bis ich merkte, ich war schwer vom Begriff. Der wollte gar nicht. Ja, der wollte sich beklagen. Und nicht, dass einer sein Problem löste, dann konnte er sich ja nicht mehr beklagen. Und dann habe ich begriffen. Dann habe ich gesehen, manchen ist nicht zu helfen, die wollen das gar nicht. Okay, dann mache ich das einmal. Ich reiche ihm die Hand und sage, das wäre zu tun. Aber ich tue für dich keinen Schritt. Du kannst oder lass es. Deine Entscheidung. Und in beiden Fällen trägst du die Folgen. Also seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie jemanden eine ganz klare Lösung seines Problems aufzeigen und er geht weiter und sagt, oh, ich muss irgendeinen Weg finden. Es wird Ihnen immer wieder passieren. Aber wenn Sie sich als Schöpfer bewusst geworden sind, dann erkennen Sie, ein Leben voller faszinierender Möglichkeiten wartet darauf, dass Sie es entdecken und in Erscheinung treten lassen. Die meisten Menschen träumen ein Leben lang vergeblich von Reichtum und Erfüllung, weil sie das Geheimnis des Träumens nicht kennen. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen Wegträumen und Herträumen. Immer, wenn ich aus dem Bewusstsein des Mangels von der Fülle träume, ach, das wäre schön, träume ich weg. Ich trenne mich ja davon. Ich sage, ich hätte gern, heißt, ich habe nicht. Ja? Also verursache ich damit, ich habe das nicht. Das ist Wegträumen. So träumen aber die meisten. Aus dem Mangel von den 6 richtigen Lotto. Oder wenn endlich ein Mensch käme, der mich so richtig lieb hätte. Oder wenn endlich ein Erlöser käme und mich aus diesem Jammertal hier befreit. So nicht. So passiert nichts. So denkt, fühlt, spricht ein Opfer. Und ein Opfer kann ich schöpfen. So passiert nichts. Herträumen ist das Gegenteil. Das heißt, herträumen heißt, die gewünschten Dinge geistig in der Imagination in Besitz nehmen und sie als bereits erfüllt erleben. Und so wird aus einer Möglichkeit der Zukunft Realität der Gegenwart. Das ist der Unterschied zwischen Herträumen und Wegträumen. Also träumen Sie nie wieder weg, indem Sie, ach, das wäre schön oder was würde mir Freude machen, wenn... Sie sind ein Schöpfer. Was ich Ihnen zeigen wollte, den Weg der spielerischen Veränderung zu gehen. Denn das Leben meistert man spielend oder überhaupt nicht. Also... Hören Sie auf zu kämpfen, zu hoffen, zu bangen, sich anzustrengen, an sich zu arbeiten. Fangen Sie an zu spielen. Das Ganze ist nur ein Spiel. Sie haben vollkommen begonnen. Sie sind ein vollkommener Teil des höchsten Bewusstseins. Sie brauchen nicht an sich arbeiten. Sie brauchen auch nicht vorwärts kommen. Ich habe schon so viele gefragt, wo das eigentlich ist. Alle wollen vorwärts kommen. Keiner kann mir sagen, wo das ist. Sie brauchen nicht vorwärts kommen. Sie sind hier, weil das Ganze Ihnen zur Freude stattfindet. Das Ganze ist ein Spiel. Ein Spiel, das nur Ihnen zur Freude stattfindet. Und wenn Sie sich einen Moment nicht freuen, dann machen Sie gerade was falsch. Also fangen Sie an, den Weg der Freude zu gehen. Und das ist der Weg der spielerischen Veränderung. Wann immer Ihnen etwas nicht gefällt,
belastet sie das ja nicht mehr, weil sie es ja jederzeit ändern können. So, ah ja, gut, dass du mich aufmerksam machst, das ist nicht mehr so, wie ich es gerne hätte, das hätte ich gerne so. Und dann nehmen sie es geistig in Besitz, verursachen es und sagen, danke, das war's. Schön, dass das auch wieder erledigt ist. Und der sicherste Weg, etwas nicht zu bekommen oder eine unerfreuliche Situation andauern zu lassen, ist, dagegen Widerstand zu haben. Denn alles, wogegen ich bin, ziehe ich an. Weil es Nein in der Schöpfung nicht gibt. Ja? Ab sofort will ich nicht mehr so viel essen. Versuchen Sie mal, nicht mehr so viel zu essen oder nicht mehr so viel zu rauchen. Ja, oder irgendwas nicht, das geht überhaupt nicht. Wie viel ist nicht mehr so viel? Wie macht man etwas? Wie macht man etwas nicht? Also, prüfen Sie einmal, ob Sie gegen etwas leben oder für etwas und ändern Sie das. Warum zum Beispiel wollen Sie in Wohlstand leben? Wollen Sie wirklich in Wohlstand leben oder wollen Sie eigentlich bloß nicht mehr arm sein? Wollen Sie wirklich gesund werden oder sind Sie nur gegen Krankheit? Prüfen Sie einmal, ob da diese Widerstände sind, denn wogegen Sie Widerstand haben, das ziehen Sie in Ihr Leben. Und dann wundern Sie sich, dass das so hartnäckig ist und dass Sie es nicht loswerden. Also seien Sie nie mehr gegen etwas, sondern indem Sie für etwas sind, verursachen Sie es und dann bekommen Sie es auch zuverlässig. Und lösen Sie sich von der durch nichts zu begründenden Vorstellung, dass es im Universum eine begrenzte Menge an Wohlstand gäbe, der daher möglichst gerecht zu verteilen sei. Ich darf Sie vielleicht auf eine Stelle in der Bibel aufmerksam machen. Da heißt es, wer da hat, dem wird gegeben werden, auf dass er die Fülle habe. Wer da aber nicht hat, dem wird das Wenige genommen. Hört sich sehr unchristlich an. Ja? Ist aber ein geistiges Gesetz. Das heißt, wer da hat, nämlich die Erkenntnis der Wirklichkeit, der Gesetzmäßigkeit, der Zusammenhänge, der bekommt alles. Und wer da nicht hat, der verliert durch seine Unkenntnis das, was er hat. Nicht, weil der liebe Gott ihn nicht leiden mag, oder das Schicksal oder das Leben, sondern damit er diese Unkenntnis auflöst, damit er sich um die Gesetzmäßigkeiten kümmert und sie als Schöpfer nutzt. Und dann dienen sie ihm. Mangel und Knappheit ist also nur eine Vorstellung im Verstand. Tatsache ist, dass wir jede beliebige Menge von allem jederzeit in Erscheinung treten lassen können. Wir brauchen nur einmal zurückschauen. Vor 1000 Jahren lebte der Kaiser nicht in dem Komfort, den heute jede Sozialwohnung hat. Das heißt also, wir haben Dinge geschaffen, die heute den Ärmsten zur Verfügung stehen, wenn wir bereit sind, sie anzunehmen. Es sei denn, sie halten sich für arm, für zu arm und verursachen damit, dass sie ausgeschlossen sind. Schließt sie nicht die Gesellschaft aus, sondern das macht jeder selbst und jeder kann jederzeit wieder eintreten. Das heißt, Realität ist bereit, jederzeit alles hervorzubringen, was immer ein Schöpfer verursacht. Sie brauchen also im Leben wirklich auf nichts zu verzichten. Und wenn Sie unbedingt auf irgendwas verzichten wollen, dann verzichten Sie aufs Verzichten. Und Sie brauchen sich auch nicht mehr bemühen. Das Ganze geschieht mühelos, spielerisch. Wenn Sie sich also wirklich bemühen wollen, dann bemühen Sie sich nur noch, sich nicht mehr zu bemühen. Spielen Sie das Leben. Es ist wirklich alles ganz einfach. Und das ist das Problem für unseren Verstand, der nicht glauben will, dass es so einfach ist, weil sonst hätte ich mich doch nicht all die Jahre so plagen müssen. Ja? Es gibt eine Stelle, die ich Ihnen noch sagen möchte aus der Bibel, ehe Sie rufen, werde ich antworten und während Sie noch sprechen, werde ich hören. Jesaja 65, 24. Das heißt also, ich erlebe das immer wieder,
ich formuliere noch das, was ich gerne in Erscheinung rufen möchte und spüre schon die Gewissheit, dass es erledigt, dass es geschehen ist, dass ich bereits bekommen habe. Ich brauche gar nicht weitersprechen. Das heißt, schneller als ich es sagen kann, kann es geistig geschehen sein. Allerdings immer in der Grenze ihres Glaubens. Bei Matthäus 9,29 heißt es, euch geschehe nach eurem Glauben. Oder an anderer Stelle, einem jedem geschieht nach seinem Glauben. Sagen Sie nicht, das ist etwas Religiöses, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ein geistiges Gesetz. Ein Gesetz, dem Sie nicht entfliehen können, damit müssen Sie umgehen. Das gilt in alle Ewigkeit, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Es sei denn, jemand glaubt das nicht. Dann geschieht genau wieder das, was er glaubt. Also doch, nach seinem Glauben. Oder wenn Sie etwas nicht für möglich halten, wird es für Sie unerreichbar. Oder wenn Sie denken, bei etwas, das Sie hören, ja, so einfach kann das ja nur auch wieder nicht sein. Schon haben Sie wieder eine Ursache gesetzt und Sie behalten Recht. Das heißt ganz gleich, ob Sie glauben, etwas zu schaffen oder nicht, Sie behalten in beiden Fällen Recht. Denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Was also ist zu tun? Zunächst einmal sollten wir uns unseren Traum bewusst machen. Auf was möchte ich am Ende meines Lebens zurückblicken? Stellen Sie sich vor, Sie sind 112 oder 125, ich weiß nicht, wie alt Sie werden wollen, sitzen in Ihrem Schaukelstuhl, sind bester Dinge, vollkommen gesund, blicken zurück auf Ihr Leben und erinnern sich an all die interessanten Dinge, die Sie erlebt haben. Machen Sie sich jetzt einmal bewusst, an was Sie sich dann erinnern möchten. Das müssen Sie nämlich jetzt verursachen. Also träumen Sie vom Ziel aus, nicht vom Mangel aus, sondern vom erreichten Ziel, vom gelebten Leben, von der Erfahrung der Fülle. Und erinnern Sie sich an das, was Sie erlebt haben wollen, und dann verursachen Sie es jetzt, indem Sie es geistig in Besitz nehmen. Und das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens, vom Ziel aus träumen. Nicht zum Ziel hin geht nicht. Zum Ziel hin heißt, ich habe nicht. Vom Ziel aus, ich habe bekommen, es ist geschehen. Dann habe ich in Besitz genommen. Also, wenn wir unseren Traum erfüllen wollen, dann müssen wir ihn zunächst einmal träumen. Wir haben zu wenig Übung im Träumen. Wir haben das als Kinder irgendwann verlernt. Vielleicht hat auch irgendwer in der Umgebung gesagt, träum nicht rum, feg den Hof, ja, und mach was Vernünftiges. Und dann haben wir das Träumen verlernt und haben vergessen, dass das der Anfang ist von der Erfüllung.